Ja, Shalom zusammen und gottesreichen Segen. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Endzeit Reporter MCM, in dem wir uns mit okkulten Hellsehern und mit den Geistern der Gedankenleser beschäftigen wollen. Vielleicht die einen oder anderen haben schon ihre Erfahrung mit Hypnose, Gedankenlesen, Hellsehen, Wahrsagerei und so weiter gemacht. Und in dem einen oder anderen Video bin ich schon mal kurz auf das Thema Gedankenlesen eingegangen, aber heute machen wir das etwas ausführlicher und wollen etwas versuchen anhand des Wortes Gottes unter anderem zu erklären, was sich einige Menschen nicht erklären können. Es gibt eine normale Form von Zauberei, die kann man sich erklären oder auch von Gedanken lesen. Zum Beispiel der Trick, wo irgendwie jemand in zwei Hälften geschnitten wird, da wissen wir, die Kästen sind präpariert. Das ist also logisch dann irgendwie zu erklären. Aber es gibt auch Tricks, die kann man nicht erklären. Aber trotzdem wollen wir es in diesem Video einmal versuchen. Und dazu gehört auch das Gedankenlesen. Gedankenlesen hat auch viel mit Körpersprache zu tun. Anhand von zwei Beispielen wollen wir uns das mal genauer verdeutlichen, worum es da eigentlich geht. Wir kennen ja alle zum Beispiel das mit den Karten. Jemand wird aufgefordert, sich eine Karte rauszusuchen aus dem Stapel, merkt sich die Karte, tut sie wieder hin. Und der Zauberer sozusagen tut die Karten vor das Gesicht der Person halten und fragt immer, ist das die Karte? Die Person sagt ja oder nein. Und der Zauberer muss anhand der Körpersprache erkennen, auch eine Form des Gedankenlesens, ob die Person lügt oder die Wahrheit sagt. Und am Ende tut er dann die Karte in die Luft halten, die sie auch wirklich ist und die sich der andere gedacht hat. Das kann man anhand der Körpersprache, Mimik, Gestik und so weiter auch irgendwie, kann man das noch versuchen, ja, logisch zu erklären. Aber es gibt noch die übernatürliche Art und Weise von Gedankenlesen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand, der Zauberer, der Gedankenleser, jemand fragt, ja, oder sagt, denk dir mal einen Namen aus von jemandem aus deiner Kindheit im Kindergarten. Das kann der Gedankenleser ja eigentlich nicht wissen. So denkt sich jetzt das Versuchskaninchen sozusagen einen Namen aus und denkt den Namen auch, also es ist auch wichtig, der muss auch den Namen denken. Und der Gedankenleser schreibt diesen Namen dann auf einen Zettel und der Mann sagt dann, gut, der Name war, sagen wir, Alfred. Und dann der Gedankenleser, woher soll er das wissen? Er nimmt den Zettel dann hoch, das gibt ja viele Videos, und da steht auch der Name Alfred. Woher sollte, wie kann der Gedankenleser wissen, was jetzt sozusagen der andere gedacht hat? Den Namen konnte er nicht wissen. Das war jetzt ein fiktives Beispiel, aber solche Beispiele gibt es viele. Und da wollen wir mal schauen, wie das nämlich gemacht wird, denn das ist in der Tat eine übernatürliche Sache. Wir wollen mal anfangen zu lesen, beziehungsweise etwas, was Nicolas Cage, der Schauspieler, sagte im Film Next aus dem Jahr 2007. Denn das ist genau das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Da heißt es, wahrscheinlich haben Sie solche Shows schon öfters gesehen. Gedanken lesen, Magie, Zauberer. Sie wären ziemlich verblüfft, wenn Sie wüssten, dass es manchmal, nicht oft, aber manchmal echte Zauberei ist, die nur wie eine Aufführung aussieht. Denn wenn der Zauberer das nicht täte, könnten wohl die wenigsten mit der sich daraus ergebenden Alternative leben. Und was diese Alternative ist, das wollen wir uns in diesem Video auf jeden Fall einmal anschauen. Und vieles ist Show, natürlich vieles wird auch vermischt mit solchen Kartentricks und so weiter, aber es gibt auch Dinge, da sind übernatürliche Kräfte am Start und das wollen wir heute auch anhand der Bibel unter anderem deutlich machen. Und wir fangen erstmal an, laut Bibel, wer oder was kann denn überhaupt laut Bibel Gedanken lesen? Und da ist unsere erste Antwort natürlich, Gott kann Gedanken lesen, die Gedanken der Menschen. Und so heißt es auch im Buch Genesis Kapitel 6, Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Der Herr sah also die Gedanken der Herzen der Menschen, wusste genau, was sie dachten und wussten auch, zu was das führt und wusste auch, dass der Mensch sich nicht mehr ändern wird, weswegen die Konsequenz dann die Sintflut war, auf die wir ja auch schon öfters eingegangen sind. Und wir lesen dann auch weiter im Psalm 94, Vers 11 und in Kapitel 139, Vers 2, dass auch dort Gott die Gedanken lesen kann. Denn da heißt es, der Herr erkennt die Gedanken der Menschen. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Denn auch wenn wir manchmal glauben, Gott sei so unglaublich weit weg im Himmel, irgendwo in einer Galaxis im dritten Himmel, was ja auch der Fall ist, so ist er trotzdem immer bei uns im Heiligen Geist.
und durch Jesus Christus. Jesus sagte, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit und so ist es auch. Deswegen, wir sind nie allein und das sollten wir uns auch immer bewusst sein. Aber auch hier lesen wir eben, dass der Herr die Gedanken der Menschen kennt und auch unser Herr Jesus Christus kennt die Gedanken der Menschen laut Neuem Testament. Matthäus 9, Vers 4 und Kapitel 12, Vers 25. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ja, wir Christen sind uns ja auch nicht immer einig, eins, wir sollen ja eins sein, aber sind uneins und deswegen ist es leider schade, dass dann die Konsequenz die Verwüstung wäre. Deswegen beten wir zu Gott, dass wir alle irgendwann früher oder später an einem Strang ziehen und das wird ja geschehen, wenn wir als Volk Gottes dann vereint werden in Gottes Königreich. Und wir lesen auch hier, Jesus kannte die Gedanken der Menschen, er sah die Gedanken der Menschen und da hat sich im Alten und Neuen Testament also nichts geändert. Im Alten Testament heißt es, dass der Gott vor der Sintflut die Gedanken der Herzen der Menschen sah. Schauen wir, was Jesus getan hat in Lukas 9, Vers 47. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Fast dieselbe Formulierung, eigentlich genau dieselbe Formulierung in anderem Kontext. Gott sah die Gedanken ihres Herzens, Jesus sieht die Gedanken ihres Herzens. Warum? Weil Jesus, der Sohn Gottes, zwar nicht der himmlische Vater ist, aber eben auch Gott, so wie Thomas sagte, mein Herr und mein Gott, da sagen wir nichts Falsches, wenn wir das sagen. Und wir sehen also Gott, der Vater natürlich kann Gedanken lesen und auch der Sohn Gottes, Jesus Christus, das können wir schon mal festhalten. Aber jetzt schauen wir mal an, wie das denn die Gedankenleser machen. Oder wir schauen uns mal an, besser gesagt, welche Wesen noch in der Lage sind, die Gedanken der Menschen zu lesen. Dazu schauen wir mal im Prediger 10, Vers 20, da heißt es, Fluche dem König nicht einmal in deinen Gedanken und verwünsche den Reichen auch nicht in deiner Schlafkammer. Denn die Vögel des Himmels tragen den Laut davon, den Gedanken, und ein geflügelter Bote, also ein Engel, verkündet das Wort. Und wo das Wort verkündet wird, ob am Thron Gottes oder dann an Satan, den Teufel, bleibt natürlich dann das Geheimnis. Wir lesen hier, dass die geflügelten Boten, und Bote ist ja Malach, das ist ein Engel Gottes, und er verkündet die Gedanken der Menschen weiter, was bedeutet, dass auch die Engel können die Gedanken der Menschen lesen. Und zwar, und jetzt kommt leider die traurige Wahrheit, nicht nur die Engel Gottes, Gabriel, Michael, sondern auch die Engel Satans. Diese Fähigkeit scheinen sie leider nicht verlernt zu haben, weswegen auch der Satan durch seine Engel und auch er selbst die Gedanken der Menschen lesen kann und deswegen genau weiß, welche Lüste sie eigentlich haben, weswegen er sie versucht zu befriedigen durch die Medien, durch die Nahrung, durch die Getränke, durch alles Mögliche und natürlich auch durch die Politik und falsche Religionen. Und das ist auch das Geheimnis, wie Gedankenlesen funktioniert. Wir sehen hier rechts oben einen Mann mit dem Schwert, links und rechts sind dann so zwei Engel. Und genau so kann man sich das vorstellen, dass derjenige, der diese Geister gerufen hat, diese gefallenen Engel, der hört eine Stimme und diese gefallenen Engel können die Gedanken der Menschen lesen. Und diese Engel, der wird nur gehört von demjenigen, der ihn beschwört hat, also dieser Okkultist in dem Fall. Und der bekommt dann die Stimme vom Engel, welche Gedanken der andere Mensch hat und kann deswegen genau sagen, was der Mensch denkt. Das heißt, der Gedankenleser denkt nicht selbst die Gedanken des anderen, sondern bekommt die Gedanken des anderen durch das Gedankenlesens des gefallenen Engels gesagt. Eigentlich Betrug, aber das ist so oder so Betrug und davor hat auch Gott gewarnt, dass wir das nicht tun sollen. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 10 und 11. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der Wahrsagerei betreibt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher. Und bei Gedankenlesen befragt ja der Gedankenleser den Geist, den gefallenen Engel, was die andere Person denkt. Und das ist auch eine Form von Hellsehen, denn er sieht ja voraus, was die andere Person denkt. Und in dem Fall, laut Tora, ist, wer solche okkulten Dinge betreibt, sage ich mal, da wird nicht lang gefackelt, um es mal nett zu formulieren. Wir schauen uns mal an,
was der ehemalige Satanist Roger Monot sagte. Und zwar 1982 in einem Interview, das kann man auch auf dem Kanal von Bruder Nature 23 hören, auf Deutsch. Er sagte nämlich: Und dann war da noch eine Person, ein Hellseher, der nur für die Reichen arbeitete. Er sagte: Ich habe das Wissen und sie haben das Mittel. Sie, lass sie bezahlen. Und er gab Empfehlungen und Ratschläge für Geschäfte. Er sprach mit dem Geist und der Geist war für ihn hörbar. Der Geist konnte dem Hellseher sagen, was er wollte. Also genau das, was ich eben auch versucht habe zu verdeutlichen. Der Geist, dieser gefallene Engel, der die Gedanken lesen kann des anderen, wenn er redet, derjenige von dem, jetzt angenommen, derjenige, der interviewt wird oder die anderen Menschen, die können diese Stimme nicht hören. Nur derjenige, für den sozusagen der Engel arbeitet. Im Grunde genommen, der Engel arbeitet für Satan und dieser gefallene Engel arbeitet auch für den Menschen, aber wie soll man sagen, dass der Mensch muss natürlich auch gewisse Opfer bringen, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal, um diese Kraft auch in Anspruch nehmen zu können. Und genau dasselbe wird auch hier beschrieben vom Ex-Satanisten Roger Monot, der ja auch in Seancen war und Geister beschworen hat, bevor er dann zu Jesus Christus fand. Und auch er bezeichnet diese Menschen als Hellseher und das ist auch nichts anderes wie diese Gedankenleserei. Und was hier auch gesagt wird von Roger Monot ist, dass das auch benutzt wird, diese Kraft der Geister, des Gedankenlesens und so weiter, für Geschäfte, damit andere Firmen und so weiter gute Investitionen machen und Geschäfte tätigen und so weiter. Es ist also auch ein Business, für was man die Hilfe der Geister in Anspruch nimmt. Und es ist doch sehr erstaunlich, dass die Bibel im Neuen Testament genau von so einer Situation berichtet, wie gewisse Menschen durch ein Medium einen gefallenen Engel diese Wahrsagerei in Anspruch nehmen, um damit Geld zu verdienen. Aber da haben sie die Rechnung sozusagen ohne den Wirt gemacht, ohne Paulus. In Apostelgeschichte 16, Abvers 16 heißt es: Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus wurde aber unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, also nicht zu der Magd, sondern zu diesem Wahrsagergeist, zu diesem gefallenen Engel bzw. zu diesem dämonischen, unreinen Geist direkt: Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus demselben in derselben Stunde aus. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Hier sehen wir also diesen Wahrsagegeist, Hellseherei, Gedankenleserei und so weiter. Wodurch geschah das Ganze laut Bibel? Indem man einen Wahrsagegeist, einen Dämon in Anspruch genommen hatte, genauso wie das teilweise eben auch gewisse Zauberer, Gedankenleser und Hellseher tun oder Hypnotiseure, denn Hypnose ist ebenfalls aus dem Bereich des Okkulten und kann auf jeden Fall keine Alternative sein. Und genau dasselbe geschah hier auch und da wurden diejenigen, die dadurch Gewinn gemacht hatten fürs Geschäft, wie es auch Roger Monot in seinem Interview sagte, die wurden natürlich zornig. Wir sehen also damals vor 2000 Jahren, es hat sich nichts verändert, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir schauen uns mal ein anderes Zeugnis an, kurz von einer Frau namens Nikki aus Schottland, was sie zu berichten hat. Wer mehr über dieses Zeugnis wissen will, wie gesagt, Nature 23 die Videos anschauen oder hier gewissermaßen auf der Seite sci.org findet ihr mehr zu diesem Zeugnis. Sie sagte: Mein Interesse für den, in Anführungsstreichen, ungefährlichen Bereich des Okkulten wuchs sehr schnell, wobei ich später entdeckte, dass dieser genauso gefährlich war wie jede andere Art von magischen okkulten Praktiken. Ich benutzte zuerst harmlose, in Anführungsstrichen, Methoden wie zum Beispiel Kerzenanbetung, Numerologie, Astrologie, Tarotkarten und Astralprojektion. Doch bald wurde ich hierdurch zu Hypnose, Gedankenkontrolle, Gedankenlesen, Zauberflüchen, Visionen und der Beschwörung von Geistern, was lediglich ein nettes Wort für Dämonen ist, geführt.
also das volle Programm auch hier. Und es gibt so etwas wie weiße und schwarze Magie. Da denken einige, das eine ist gute Magie, helle Magie, das andere ist schlechte Magie, dunkle Magie. Magie ist Magie, Magie ist vom Teufel und die gilt es auf jeden Fall für Christen nicht zu praktizieren. Im Gegenteil, die Geister auszutreiben, die Menschen dazu veranlassen, diese Magie zu praktizieren. Und ihr wird auch gesagt von dieser Frau aus Schottland, die ebenfalls zu Jesus Christus gefunden hat, dass sie dann Hypnose betrieben hat, Gedankenkontrolle, Gedanken lesen, und sie hat auch Geister beschworen, genauso wie es Roger Monroe getan hat. Und jetzt schauen wir mal, was Roger Monroe außerdem in diesem Interview aus dem Jahr 1982 sagte. Nämlich, sie haben diese okkulte Elite. Diese okkulte Elite, sie haben drei vorrangige Strategien, der sie folgen. Erstens, Lucifer sagt dir, wir müssen den Menschen klar machen, dass Lucifer und seine Engel nicht existieren. Der nächste Punkt in dieser Drei-Punkte-Strategie ist, die totale Kontrolle über die Gedanken der Menschen zu erlangen. Was ist der dritte Punkt? Fragte derjenige im Interview. Und Roger antwortet, die Bibel zu zerstören, ohne sie zu verbrennen. Gehen wir chronologisch rückwärts mal durch. Die Bibel zu zerstören, ohne sie zu verbrennen. Ich sage nur Evolutionstheorie und Big Bang und am Anfang war nichts, kommt nichts, ist nichts, bleibt nichts und so weiter und so fort. Und der Glauben wird ja praktisch ins Lächerliche gezogen, wenn man sagt, man nimmt die Bibel ernst oder so. Ist ja so, als würde man glauben, Dornröschen oder so wäre jetzt unser Gott oder irgendwie so etwas. Aber so ist das leider in dieser Welt heutzutage. Und die totale Kontrolle der Gedanken der Menschen, ja, das geschieht natürlich unter anderem durch Gedankenlesen, durch Hypnose. Wenn man hypnotisiert wird, der Mensch hat sich ja nicht mehr selbst unter Kontrolle. Denn so ist das ja auch, wenn man hypnotisiert wird und jemand tanzt wie ein Huhn da irgendwie durch die Gegend. Am Ende macht jemand zack und der wacht wieder auf. Und er weiß gar nicht, dass er als Huhn durch die Gegend getanzt ist. Warum nicht? Er war nicht mehr da. Jemand anderes ist da zum Huhn rumgetanzt und das war ein dämonischer Geist. Und dieser Geist ergibt es und das mag jetzt für viele komisch klingen und so ist natürlich auch Gedankenlesen erklärbar und logisch. Natürlich, und da gibt es gewisse Videos, die das auch deutlich machen. Und die erste Strategie, das erste Ziel, Lucifer will den Menschen weismachen, dass er und sein Engel nicht existieren, weil dann kann man das ja auch nicht erklären, die ganze Magie, wenn man sowieso nicht dran glaubt und so weiter. Außerdem sagte Roger Monroe in diesem Interview, dass der Trumpf, die größte Verführung überhaupt ist, dass die gefallenen Engel am Ende kommen werden und sich als Außerirdische von fernen Planeten ausgeben werden, um die Menschen zu verführen. Und wenn wir an die ganzen UFO-Filme denken und so weiter und so fort, dann werden die Menschen anscheinend genau auf dieses größte Ereignis dieser Okkultisten anscheinend vorbereitet. Aber ich denke, es gibt so viele Videos mittlerweile, dass zumindest einige darauf selbst auch vorbereitet sein dürften und die Bibel da zum Ratschlag nehmen können. Wir schauen uns dann nochmal an, was in Zukunft denn anhand der Technik so geschehen soll. Wissenschaftler entwickeln einen Gehirndecoder, der ihre inneren Gedanken lesen kann. Es ist nicht ganz Telepathie, aber eine Gruppe von Wissenschaftlern hat zum ersten Mal erfolgreich unsere inneren Gedanken belauscht. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ja hat niemand die darum gebeten, das zu erforschen, aber anscheinend doch. Und genau das hat ja auch etwas mit Gedankenlesen zu tun, beziehungsweise mit der Kontrolle der Gedanken. Und es ist erstaunlich, dass selbst im Kinderkanal bei Kika am 22. Dezember 2018 berichtet wurde, kann ich Gedanken lesen in Zukunft? Schon die Kinder werden mit diesem Gedanken in Verbindung gebracht, dass doch Gedanken lesen. Komm, ein bisschen hier Beschwörung, ein bisschen da, so fängt's an und wie bei gewissen Drogen manchmal, aber wir leben ja auch in einem Zeitalter, das von Teufel und seinen Dämonen beherrscht ist und noch nicht von Jesus Christus und seinem Volk. Wir schauen uns jetzt mal einen König an namens Manasse und das ist jetzt nicht Manasse, der Sohn von Josef, sondern der König von Juda, und wir schauen mal, was er gemacht hat, denn auch er war sozusagen auf dieser okkulten Elite-Seite, wenn man das mal so sagen darf. Da heißt es im zweiten Buch der Könige Kapitel 21 Vers 6, er, nämlich Manasse, der König von Juda, ließ auch seinen Sohn durchs Feuer gehen und trieb Zeichendeuterei und Zauberei und hielt Geisterbefrager und Wahrsager.
Er tat vieles, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Nun, wer den Herrn herausfordert, ist ja sowieso schon mal, der kann ja nur verlieren. Aber auch er hatte Geisterbefrager, das heißt, er wusste genau, wo er hinzugehen hat, nämlich zu Menschen, die Geister befragen können, die in Kontakt mit gefallenen Engeln und Dämonen sind, wie es ja heute auch der Fall ist. Nur die Sache war, er war der König von Juda und das ist natürlich jetzt kein gutes Vorbild, dem man nachgehen sollte. Und deswegen hat Gott genau diese Dinge auch verboten, vorher schon, bevor dieser König von Juda Manasse das getan hat. Wir lesen in der Tora im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Abvers 10, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher, Gedankenleser und so weiter, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn das sollen wir ja auch nicht tun, da die Toten sich ja ebenfalls im Schlaf befinden und tot sind. Und wenn da irgendjemand spricht, dann sind das ebenfalls gefallene Engel oder Dämonen. Und genau deswegen sollen wir das ja auch nicht tun, um nicht verführt zu werden, um dann als Konsequenz nicht noch andere zu verführen, wie man das ja im New Age und in der Esoterik tut. Roger Monod sagte, niemand geht gegen den Willen dieser Geister weg, denn sie wurden ja von den Geistern eingeladen. Er gab mir zu verstehen, dass es gefährlich ist, etwas gegen den Willen der Geister zu tun. Und wenn man jetzt einen Vertrag mit Satan unterschreibt, mit seinen Engeln und Dämonen, so horrormäßig das jetzt auch klingt, und das dann wieder verlässt, ja, wenn man die Seele verkauft hat, durch Jesus Christus hat man Schutz, aber je nachdem, was man alles schon getrieben hat, da kann man natürlich auch mit den Geistern, ja, ganz böse enden. Wir lesen in Jeremia 29, Abvers 8, ebenfalls eine Warnung Gottes, da heißt es, lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, noch von euren Wahrsagern, denn sie weissagen falsch in meinem Namen und ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Ja, viele hat der Herr nicht gesandt. Ich glaube auch nicht zum Beispiel, dass Mohammed von Gott gesandt wurde, aber trotzdem wird er als Gesandter Allahs bezeichnet. Und so gibt es eben viele falsche Propheten und Wahrsager und Gedankenleser, Hellseher und Okkultisten, die die Menschen verführen und da sind wir die Christen, die wir haben, die größte Waffe, die einzige Waffe, die da überhaupt funktioniert, weil wir im Namen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, Dämonen austreiben sollen und auch können. Wir lesen aber, was prophezeit ist für die heutige Zeit, 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Irreführenden Geistern, genau das, was auch okkulte Gedankenleser oder Hellseher tun. Sie tun sich mit okkulten Geistern verbinden und machen dadurch eine Menge Geld, sind auf der Bühne berühmt, reich und denen geht es gut, aber nur so lange, bevor sie vor dem Richterstuhl des allmächtigen Gottes stehen, denn dann gucken sie ganz schön doof aus der Wäsche. So, dann schauen wir uns zum Schluss aber nochmal an, was Gott denn nochmal so für Gedanken hat oder was das Wort Gottes noch über Gedanken allgemein zu sagen hat. Wir lesen zunächst in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und er ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Durch das Wort Gottes werden wir natürlich auch dazu angehalten im Heiligen Geist, dass sich natürlich auch die Gedanken ändern. Dann ändern sich auch die Worte und dann ändern sich auch die Taten. Und deswegen, die Gedanken sind sozusagen der Ursprung, natürlich auch was wir fühlen. Aber auch die Gedanken sollten eben nicht mit irgendwelchen okkulten Dingen extrem belastet sein, damit wir da uns geistig vergiften sozusagen. Und denken wir dran, Gedanken haben Macht und wir wissen, unsere Gedanken werden gehört. Von Gott und auch von Engeln und manchmal wissen wir nicht, von welchen oder welche Engel welche Gedanken wohin weiterbringen. Deswegen müssen wir uns selbst richten, kann man hier auch sagen, heißt das in Hebräer 4. Und wenn wir irgendwas missdenken, müssen wir selbst richten und das wieder in Gedanken gerade bügeln. Und in Jesaja 55, Vers 8 heißt es außerdem, und das ist ein großer Unterschied zwischen den Gedanken von Menschen. Manche Menschen glauben, die wissen alles, was Gott genau denkt.
ja, Gott hat mir gesagt, Gott denkt jetzt, ich will das. Ein Moslem wird jetzt sagen, Achi, was meinst du? Woher willst du wissen, was Gott denkt? Und das ist schon Hochmut, denn in Jesaja 55 ab Vers 8 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesus sagte, als er hier auf Erden war vor 2000 Jahren, wenn man noch nicht mal die irdischen Dinge versteht, wie soll der Mensch die himmlischen Dinge verstehen? Und es gibt einiges, was wir auf Erden nicht verstehen und ich glaube, was da oben im Himmel los ist, der Mensch bildet sich viel ein, aber ich glaube, wir werden da auch von der NASA oder anderen Dingen gewaltig an der Nase herumgeführt. Wir schauen mal, was Gott über sein Volk, über uns für Gedanken hat und das finden wir unter anderem in Jeremia 29, Vers 11, da heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ja, Gedanken des Friedens hat der Herr für uns, für sein Volk, Gedanken des Shaloms und wir wissen, der Friedefürst, der wird der ganzen Welt Frieden bringen. Und so lesen wir auch in Philipper 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dieser Friede Gottes, diese Gedanken des Friedens, die sollten dazu führen, dass auch wir Frieden mit Gott machen, wenn wir das noch nicht getan haben, indem wir Jesus Christus als Erlöser annehmen, uns von den okkulten Dingen befreien. Wenn wir Zaubertricks machen, lassen wir das. Wenn wir Hellsehen bis jetzt gemacht haben, Gedanken lesen, Esoterik, New Age. Es gibt ein Video auf meinem Kanal, okkulte Belastungen oder okkulte Phänomene heißt das Video. Da kann man auch ein Gebet sprechen, wie man davon befreit wird. Und das wünsche ich mir für alle, die okkult belastet sind mit solchen Dingen. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen verdeutlichen anhand der Bibel oder auch anhand des Zeugnisses einer Frau aus Schottland oder anhand auch von Roger Monod unter anderem, dass Gedankenlesen in der Tat etwas ist, was mit Dämonen, mit gefallenen Engeln zusammenhängt und das ist kein Zaubertrick, kein Kartenspiel, sondern brandgefährlich. Für denjenigen, der es tut und für denjenigen, der die Menschen damit verführt, weil dadurch werden sie mit Sicherheit nicht zu Gott geführt. Deswegen war das Video Die okkulten Hellseher, die Geister der Gedankenleser. Und wir sehen also, die Welt ist in der Tat verrückt, aber Gott wird es wieder gerade rücken, was Satan verrückt hat. Und da sind wir auf jeden Fall froh, dass der Herr bald kommt. Zum Schluss möchte ich euch nochmal segnen und hoffe, dass ihr vielleicht das ein oder andere mitnehmen konntet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, Gedanken des Friedens hat der Herr für uns und der Friede Gottes übersteigt allen Verstand. Und der Herr möge uns allen Frieden geben. Im Namen des Friedefürsten Jesus Christus und für alle, die die Wahrheit noch nicht erkannt haben, bete ich, dass ihr die Wahrheit erkennt und die Wahrheit wird euch freimachen, wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt und das wahr ist und bleibt heute und in Ewigkeit, der Sohn des allmächtigen Gottes, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Amen, Shalom und Gottes Segen.